Grüezi miteinander, guten Morgen oder Mittag. Ich möchte Sie herzlich begrüßen zu unserem letzten Tag des Symposiums. Wir hatten spannende Einstiegsreferate mit Charles Eisenstein und Nico Pech zu Ökonomie der Verbundenheit und Wirtschaft ohne Wachstumszwang. Da haben wir exzellente Redner gehört und herausragende Persönlichkeiten erlebt. Am Samstag ging es dann, also gestern ging es dann um eine Welt ohne Banken. Und da haben wir die Funktion, die Konstruktion und das Nutzen vom Geld hinterfragt und auch erarbeitet zusammen. Also gemeinsam in einem World Café anschließend, wo die Leute mitmachen und mitdenken konnten. Die Aufzeichnungen und die Bilder, die es gestern auch gegeben hat von Rudolf Lambert, versuchen wir demnächst auf unsere Homepage ins Internet zu stellen, also www.danach.info, dort wird das publiziert. Und noch kurze organisatorische Anmerkungen. Hier hinten, gleich beim Ausgang und Eingang, gibt es ein Info-, Bücher- und Flyertisch, also da könnt ihr euch bedienen und spannende Lektüren kaufen. Es gibt auch eine Kollekte, mit der ihr uns unterstützen könnt. Es ist immer sehr spannend und aufregend, solche Symposien und Events zu organisieren. Aber es ist auch immer ein sehr großer Aufwand finanziell und es geht sehr viel Zeit drauf. Deswegen sind wir auch auf euch angewiesen. Der Richtwert wäre hier für heute etwa 15 Franken. Es gibt Leute, die mehr und es gibt Leute, die weniger zahlen können. Deswegen müssen wir uns gegenseitig aushelfen. Ja, wir brauchen auch noch neue Mitglieder und Verstärkung im Vorstand, aber das findet ihr alles dort am Infotisch. Das Thema für heute, Engagement für den Wandel. Der Hintergrund, die UNO hatte 1992 in Rio festgestellt, dass ein Wandel in Richtung nachhaltige Welt nicht ohne Zivilgesellschaft durchgeführt werden kann. Deshalb braucht es uns. Deshalb braucht es Ideen, Initiativen und Organisationen, die den Wandel dann wirklich bewerkstelligen können. Und wir fragen uns in diesem Zusammenhang, was sind förderliche und hinderliche Faktoren in Bezug auf Engagement für eine nachhaltige Welt? Und da möchte ich Andrea Bayer vorstellen von der Anstiftung und Atomis. Sie wird das Einstiegsreferat halten über Formen des Engagements, über Motivation, Selbstverwaltung, Selbstverwirklichung, Subsistenz, Widerstandsfähigkeit, Resilienz und über verschiedene Initiativen und Ideen. Sie gibt uns einen Einblick in das Engagement der Stiftung und legt ihren Fokus der Arbeit im Speziellen auf urbane Gärten und offene Werkstätten. Anschließend wird es ein Podiumsdiskussionsteil geben, aber da werde ich später noch darauf zu sprechen kommen. Jetzt möchte ich gerne Andrea Bayer auf die Bühne bitten für ihr Einstiegsreferat. Vielen Dank, ich freue mich sehr. Und funktioniert das jetzt? Nee, ne? Das Mikro näher, so? Jetzt funktioniert's. Gut, schönen guten Tag. Danke für die Einführung und die Einladung. Ja, mal gucken, ob ich den Erwartungen gerecht werde mit den ganzen Punkten, die ich hier abarbeiten soll. Eigentlich wollte ich vor allen Dingen eben dieses Buch hier vorstellen, was hier schon eingeblendet ist, was ich mit meinen beiden Kolleginnen Christa Müller und Karin Werner zusammen geschrieben habe. Das ist in weiten Teilen ein Bildband und wir haben den Text dazu verfasst, der in einem, also als Glossar haben wir das organisiert. Das Buch ist da hinten auch anzuschauen, wenn Sie das dann hinterher noch genauer angucken wollen. Genau, ich komme aus München, ich arbeite da in der Stiftungsgemeinschaft Anstiftung und Atomis und das ist tatsächlich so, dass wir uns seit jetzt schon über 25 Jahren, also ich jetzt nicht persönlich, aber die Stiftung halt vor allen Dingen also sozusagen, wir engagieren uns für Eigenarbeit und Subsistenz und übersetzen das vor allen Dingen in die Förderung von offenen Werkstätten und von urbanen Gärten. Und urbane Gärten, das waren jetzt zunächst erstmal vor allen Dingen interkulturelle Gärten, die sich in Deutschland
Der erste hat sich da 96 gegründet und seitdem hat sich dieses Konzept und diese Gartenform eigentlich über ganz Deutschland ausgeweitet. Es gibt mittlerweile über 150 existierende Gärten bzw. Initiativen zur Gründung solcher Gärten. Und seit 2009 gibt es jetzt irgendwie nochmal so einen anderen Gartentyp. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal was vom Prinzessin-Garten gehört haben, der mobile Garten in Kreuzberg in Berlin. Und der hat ja auch sehr viele Nachahmer und Nachahmerinnen gefunden. Und was wir da irgendwie interessant fanden für unsere Arbeit war vor allen Dingen, dass im Grunde genommen so dieses Engagement, was wir mit den offenen Werkstätten verfolgen und das Engagement, was wir mit den urbanen Gärten verfolgen, dass es irgendwie immer mehr sich sozusagen zusammengeschoben hat. Also mir ist es irgendwann mal so gegangen, da war ich in einem Garten in München. Obpflanzt ist, heißt der sinnigerweise, und da habe ich irgendwie, stand ich da so rum, da fingen die gerade erst an und hatten wahnsinnig viele Dinge da gesammelt und angeschleppt, und dann habe ich gedacht, naja, eigentlich ist es ja hier auch eine Werkstatt, nur eben eine an der frischen Luft. Und genau, also wie das irgendwie, das war für uns ganz interessant zu sehen, dass sich diese Gärten irgendwie in Richtung offene Werkstätten entwickelt haben, und parallel dazu haben sich aber auch die offenen Werkstätten, die wir gegründet oder unterstützt haben, verändert in Richtung, beziehungsweise der Typ, der dann plötzlich erschien auf der Bildfläche, eigentlich unabhängig von uns, aber halt interessiert von uns beobachtet, war eben, dass diese Werkstätten zunehmend sozusagen auch zu Zentren wurden, wo die Leute sich irgendwie aufeinander bezogen und auch weitergehende Ideen dazu hatten, als nur einzelne Werkstücke herzustellen. So, also das ist irgendwie so der Rahmen. Und dann war es eben so, dass wir gedacht haben, so jetzt diese Orte sehen auch so toll aus und deswegen machen wir jetzt mal ein Bildband darüber. Und weil die irgendwie auch für sich sprechen. Und dann haben wir halt eine Fotografin gefunden in Leipzig, die heißt Inga Kerber, und die hat für uns eben fünf oder sechs Projekte, je nachdem wie man sieht, porträtiert, hauptsächlich in Berlin und in Leipzig, und hat dann eben so Fotostrecken entwickelt. Und parallel dazu haben wir quasi aus unserem Fundus, beziehungsweise haben auch die Projekte nochmal aufgefordert, dass sie uns irgendwie viele Fotos schicken. Und dann haben wir so einen Pool gebildet, also damit es auch so korrespondierte, also einerseits was Künstlerisches, auch hochwertige Bilder irgendwie oder ein Blick von einer professionellen Frau auf diese Projekte, und andererseits aber eben auch diese ganzen Line-Spots, das wollten wir auch gerne dabei haben und das irgendwie versuchen in eine Spannung zu bringen. Ja, also so haben wir das gemacht, und Sie können sich das dann nachher angucken, ob das gelungen ist. Gut, und ja, und man kann schon sagen, dass das Buch eben, was ich hier vorstellen will, vom zivilgesellschaftlichen Engagement und von den Gründen für dieses Engagement handelt. Wobei die Gründe der Beteiligten natürlich total vielfältig sind, aber ein übergreifendes Motiv gibt es eben doch. Also es geht letztendlich um die Frage, wie wir leben wollen. Also diese Projekte und Initiativen sind gewissermaßen Laboratorien für die Suche nach dem guten Leben. Das heißt ja hier neue urbane Räume des Do-it-yourself, und darunter haben wir verstanden, eben einerseits die Gemeinschaftsgärten neuen Typs, wie eben zum Beispiel der Prinzessin-Garten oder auch das Allmende-Kontor in Berlin, wo Menschen also im öffentlichen Raum zusammen gärtnern, also eben ganz anders als in Kleingärten, oder eben offene Werkstätten wie zum Beispiel die Dingfabrik in Köln, wo sich Computerfreaks und Origami-Fans treffen, also quasi neue und alte Verfahren zusammenkommen. Aber auch sowas wie Knit Nights und Kleidertauschpartys, Recycling und Upcycling-Happenings oder auch Aktivitäten im öffentlichen Raum wie Guerilla-Gardening oder Strickmops. Oder auch Communities wie Open Source und Open Designs. Auch die Debatten über neue Commons und Projekte wie Mundraub. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Das ist ein Projekt, das über eine Plattform im Netz versucht, eine Obstallmende aufzubauen. Da werden also Obstbäume und Sträucher, die von deren Früchte von ihren Besitzern zur Ernte freigegeben werden, kartiert und dadurch
zugänglich gemacht. Und dann gibt es auch noch Repair-Cafés oder eben auch Workshops zu Terra Preta oder Lastenfahrräder. Also das haben wir alles unter neue urbane Räume des Do-it-yourself gefasst. Und was wir so spannend finden an diesen neuen Projekten und Praxen ist eben, weil manchmal hört man ja auch, ja, Do-it-yourself, das hat es ja auch schon mal öfter gegeben, aber es ist trotzdem irgendwie besonders, es ist ja sowieso alles, also was ganz Neues gibt es ja eh nicht mehr und alles Alte, was in einen neuen Kontext gesetzt wird, ist, also die Rahmenbedingungen machen es dann ja auch immer wieder neu. Und was wir eben so interessant daran finden, ist, dass es explizit kollektive Unternehmungen sind, dass es um Gemeinschaft geht und um Allmende, dass es um die Stadt geht, also darum, sie mitbestimmen zu wollen, dass in den Projekten der Anspruch auf gesellschaftliche Partizipation und soziale Inklusion formuliert wird, dass der Konsumentenstatus in Frage gestellt oder zumindest neu definiert wird, dass es auch unterschwellig um eine neue andere Ökonomie geht, also mehr Selbstbestimmung, mehr Wiederbefähigung, dass die Protagonistinnen auch ökologische Fragen wieder aufgreifen und dass neue ethische Diskurse geführt werden, die insbesondere das Verhältnis von Menschen, Tieren, Pflanzen auch betreffen und dass sich ein neues Verhältnis zu den Dingen zu entwickeln scheint oder auch ein neues Weltverhältnis, was sich dann eben in den Dingen ausdrückt. Also wir denken eben, dass diese Projekte mit ihren Kulturen des Selbermachens, des Communing und der Reetablierung von Nahbezügen, dass die Akteurinnen also damit quasi neue Bilder von Urbanität entwerfen und auch erste Konturen einer grünen, inklusiven und kooperativen Stadtgesellschaft zu zeichnen versuchen. Sie erlauben also eben einen Ausblick auf eine zukünftige Gesellschaft, die sich wieder stärker an ihre regionalen Ressourcen anbinden müsste, auch an lokale Besonderheiten und die auf die Kreativität der Einzelnen und ihrer Kollektive vertrauen müsste. Wir verstehen das so, dass die neuen Formen des Do-it-yourself und des Do-it-together auf den tiefgreifenden Transformationsprozess antworten, in dem sich die westlichen Konsum- und Wohlstandsgesellschaften derzeit befinden. Wobei die globale Energie- und Ressourcenkrise dabei nur ein Teil der Kulisse ist, vor der in den Städten eben diese bislang unbekannten Räume und Architekturen des Gemeinschaftlichen erscheinen. Also zu den, jetzt versuche ich mal eins, das habe ich jetzt vergessen, es wären ein paar Bilder, einfach Eindrücke von diesen Orten, wie die so aussehen, wie die Menschen da drin aussehen. Das wäre jetzt das Bild zur Ressourcenknappheit. Gut, zu den Rahmenbedingungen gehören aber auch die Privatisierung des öffentlichen Raums, die Ökonomisierung der Gesellschaft, die zunehmende Vereinzelung und Verlust des Gemeinschaftlichen durch die fortschreitende Individualisierung, auch die Beunruhigung über die wachsende soziale Ungleichheit bzw. die drohende Exklusion immer größerer Bevölkerungsanteile und natürlich auch Stress und Sinnlosigkeit postmoderner Arbeitsverhältnisse. Typisch für diese Projekte ist, dass sie konkrete Antworten geben. Also sie veranstalten Repair-Cafés, damit die Dinge länger halten. Sie kultivieren die lokale Gemüsevielfalt und thematisieren damit indirekt natürlich auch den Fleischverbrauch. Sie schaffen offen zugängliche Orte, um das Recht auf Stadt für alle zu proklamieren. Sie sorgen für Entschleunigung und eine andere Zeiterfahrung. Und viele, Der Schauplatz der Do-it-yourself-Kulturen ist die Stadt. Die Projekte agieren alle mit Bezugnahme auf die Stadt, beziehungsweise beziehen sich positiv auf die Stadt. Also es geht nicht darum, die Stadt zu verneinen, sondern die Stadt als Lebensraum in Anspruch zu nehmen, zum Beispiel so zu verschönern. Ist das jetzt das richtige Bild? Nee, noch nicht. Ach so. Da. Oder auch, um sie zu verteidigen, also gegen das Interesse von Investoren zum Beispiel. Man protestiert gegen die Kommerzialisierung des öffentlichen Raums,
man kommentiert Missstände, man reklamiert das Recht, die Stadt mitzugestalten, ob durch die Umgestaltung von Brachflächen oder auch durch kleine Hinterlassenschaften im öffentlichen Raum. Kann man das erkennen? Das ist so ein Minigarten, das ist bei mir ganz in der Nähe um die Ecke und der existiert jetzt schon das zweite Jahr. Beliebt sind auch mobile Installationen, zum Beispiel so ein Einkaufswagen, weil die es ermöglichen, von so einer lokal fixierten Basis, also einem Laden, Garten, Werkstatt, so in die Umgebung, in den Stadtraum auszustrahlen. Oder auch wird man immer mal wieder ein Campus begrünt. Städte sollen, das scheinen die Projekte den interessierten Betrachtern zu sagen, nicht nur Orte des Konsums, sondern lebendige, lebenswerte Orte für lebendige Bürgerinnen sein. In Städten sollen nicht der Beton und auch nicht das abgezirkelte Grün regieren, sondern es sollte auch Infrastrukturen für urbane Subsistenz geben, sodass man produktiv tätig werden und sich ein Stück weit auch selber versorgen kann. Das hier wäre zum Beispiel eine Outdoor-Küche in einem Garten. Im Fokus der neuen DIY-Bewegung stehen Gärtnern, Teilen und Tauschen, selber machen, Upcycling, die Wiederaneignung von Fähigkeiten aller Art, die Öffnung von Design- und Schaltplänen, die Umdeutung von Dingen und Räumen, die gemeinsame Bewirtschaftung von Ressourcen und die Reklamierung von öffentlichen Flächen und Gebäude für gemeinwohlinteressierte Nutzungen. Das alles ist wahrscheinlich auch zu verstehen als Widerstand gegen den ökonomischen Zeitgeist, also den ökonomistischen Zeitgeist eigentlich, also alles auf die Ökonomie zu beziehen. Die Beteiligten, die Gemeinwohl, da gehört das noch zu. Dies alles ist auch zu verstehen als eben als Widerstand so gegen diesen Zeitgeist und die Beteiligten, Protagonistin, die treibt auch sichtlich die Sorge an, also um den Bestand von öffentlichen Gütern, von Naturräumen und von nichtmenschlichen Wesen, kann man auch sagen. Mit diesen Projekten entstehen auch ganz eigene Formen und Architekturen im städtischen Raum, hatte ich vorhin schon so angedeutet. Oft ist man sich als unbedarfte Besucherin zunächst nicht schlüssig, was man vor sich hat. Einen temporären Sammelplatz für Europaletten, Wasserbehälter und abgecycelte Industrieplanen, eine offene Werkstatt unter freiem Himmel oder doch einen Garten. Das war am Anfang, wie es aussah bei Opflanz ist. Die Arrangements sind unerwartet, gerade in ihrer exzessiven Verwendung von ausgemusterten Materialien, also gebrauchte Materialien. Und die DIY-Aktivistinnen üben sich ganz bewusst im Umgang mit Industriebrachen und Ruinen und aber eben auch mit Industriegütern und reagieren damit auf die Herausforderungen der Zeit. Weil es ist ja wirklich ganz unklar, woher die Ressourcen für den Massenkonsum zukünftig eigentlich noch kommen können sollen. Zu beobachten ist in den Projekten also insofern eine radikale Hinwendung zur Gegenwart eigentlich, könnte man sagen, also so eine Art Reality-Check und eine Orientierung an den vorhandenen Bedingungen. Gut, das ist der Eiswagen, der umfunktionierte, zu einem Café umfunktionierte Eiswagen in einem Garten in Leipzig. Ja, das sind auch so Architekturen, die da so gebaut werden. Dann ist das hier, das ist ein, das, die Beispiele sind natürlich jetzt alle aus Deutschland, ne, weil wir in Deutschland operativ tätig sind sozusagen. Also das ist ein Garten in Köln, der heißt Neuland, ist auf der Brache einer ehemaligen Brauerei, hat ewig stillgelegen, die Fläche, weil Land und Stadt und so weiter und Investoren sich nicht einigen konnten. Die Nachbarn waren wütend, dass da irgendwie nie was passierte und haben das dann kurzerhand besetzt.
Und die auf, und haben das dann auch, also haben ein gutes Konzept entwickelt, die Leute haben sich dann, also die Besitzer ist das Land, hat sich dann darauf eingelassen auch, auf dieses Nutzungskonzept, ist natürlich eine Zwischennutzung und die Auflage war aber, der Boden ist kontaminiert, sie mussten eben den Boden abdecken mit Folie, mit wasserdurchlässige Folie und haben dann eben diese rote Erde aufgebracht. Die man da sieht, sehen Sie die Erde? Da und das ist Tennisplatzerde. Das wird normalerweise, muss der Besitzer das jedes Jahr entsorgen und der war froh, dass er das an diese Initiative abgeben konnte und die waren froh, dass sie es hatten und jetzt hatte er irgendwie so eine interessante Anmutung, dieser Platz, weil er halt diese rote Erde und auf dem die ganzen Hochbeete gebaut worden sind. Gut, wo war ich? Ach so, ja. Ja, das ist die Urban Design City in Berlin, also so ein Make-up-Place, also eine offene Werkstatt. Ah, und das ist der deutsche Pavillon auf der Biennale in Venedig, 2012 allerdings schon. Und da wurde eben schon sozusagen eine Architektur gefordert, die sich eher an diesen Prinzipien orientiert und man könnte sagen, dass diese Projekte sozusagen die Anregung da aufnehmen, beziehungsweise es liegt halt in der Luft und wird, also ist einfach ein Diskurs, der geführt wird im Moment. Gut, die Aneignung und Sanierung der Stadt vollzieht sich in Form von kurz- und langfristigen räumlichen Besetzungen, illegal, meistens aber legal, von Umzügen und Paraden gerne. Genau, das ist der Umzug eines zwangsgeräumten Gartens in Berlin, der heißt Rosa Rose und ist quasi, die haben das dann irgendwie als Happening in Szene gesetzt, diesen Umzug und das ist natürlich den Leuten, die es gesehen haben und ja, und auch, es ist dann natürlich fotografiert und im Netz verbreitet worden und so weiter, also es war irgendwie ein starkes Bild, sagen wir mal so. Und eben auch sehr vielfältig vollziehen sich diese Besetzungen halt in Form von Street Art. Also was auch so typisch ist, ist eben, dass die Aktivistinnen eben, also schon in Opposition gehen, aber eben irgendwie sozusagen freundlich, also erfinderisch, den Dingen zugewandt und ganz konstruktiv. Also typisch ist, dass sie nicht aussteigen, sondern dass sie eben diesen praktischen, konstruktiven DIY-Ansatz bevorzugen. Also man könnte sozusagen sagen, Practical Turn hat hier stattgefunden. Und die Protagonistinnen, die agieren eben auch mit so einem Sinn für Kontingenz ausgestattet und man bewegt sich in einem weiten Möglichkeitsraum und hat einen Sinn für das Performative und kultiviert die Aufführung. Also man macht sozusagen auch was her im öffentlichen Raum. Neben Urban Gardening und Urban Upcycling steht eben auch Guerilla Knitting ganz hoch im Kurs. Funktioniert ganz ähnlich wie beim Guerilla Gardening, wo Saatbomben geworfen werden, um unwirtliche Orte zum Blühen zu bringen. Auch Strickmops und Aktionen, zum Beispiel der Münchner Hausfrauen, das ist so ein Duo, was das sehr viel betreibt, die sollen die Stadt also als Lebensraum verschönern. Genau. Das ist zum Beispiel so ein über Nacht umgestalteter U-Bahn-Wagen in München. Solche Interventionen hinterlassen natürlich häufig Ratlosigkeit und Verwirrung, also stören irgendwie die Sehgewohnheiten und öffnen aber gerade damit den Blick auf die Stadt und dass sie eben auch verändert werden könnte. Und also in solchen eben sich auch als Kunst verstehenden Aktionen und Interventionen und in so ironischen Kommentaren aller Widerstand ist fruchtbar oder relaxed abhängende Pflanzen, wird eben auch so eine Distanz zum herkömmlichen Politikbetrieb inszeniert, beziehungsweise so eine unaufgeregte Hinwendung zu dem, was man verändern und neu arrangieren will, deutlich. Dabei haben die urbanen Praktiken
dass DIY schon längst auch sowas wie sichtbare Gemeingüter geschaffen, die teilweise auch schon zu Medienikonen geworden sind. Also zum Beispiel das Allmende-Kontor ist sicher sowas wie, also ist oft abgelichtet und oft gezeigt. Also ein seltsamer Ort, den man irgendwie vorher so nicht kannte in der Stadt. Das heißt auch, dass die Orte selber eigentlich eine Botschaft haben und erzählen. Also man zeigt quasi, dass man grüne, lebenswerte Räume gemeinsam mit anderen und mit den eigenen Händen und Köpfen schaffen kann. Und das ergibt dann auch wieder Anschlüsse an die Stadtverwaltung und an die Stadtplanung, die eigentlich auch im Dienste des Gemeinwohls stehen und sich dann eigentlich fragen müssten, wie können sie die Intervention unterstützen. Also wie können diese Flächen oder Immobilien mittel- und langfristig abgesichert werden, die diese interessanten sozial-kulturellen Freiräume für die Begegnung von so ganz unterschiedlichen urbanen Milieus auch schaffen. Charakteristisch fürs Selbermachen, hatte ich vorhin schon gesagt, ist eben fürs Neue Selbermachen, ist, dass es im Kollektiv oder in Bezugnahme auf ein Kollektiv erfolgt. Also die DIYler von heute tauschen sich aus in den offenen Werkstätten, im Garten oder auch im Netz. Also Eigenarbeit und Subsistenz finden öffentlich und gemeinschaftlich statt. Sie werden in den Kontext notwendiger gesellschaftlicher Veränderungen gestellt und explizit als politische Praxis präsentiert. Es handelt sich also nicht um die individuelle Vorliebe einzelner Individuen, sondern um eine Bewegung, die sich mehr und mehr auch als solche selbst versteht. Und die Orte würden auch nicht funktionieren, wenn sie nicht von Kollektiven betrieben bzw. von einer Crowd getragen würden. Es geht ja eben um den Pool, den man gemeinsam zusammenträgt. Es gibt nicht auf der einen Seite die Experten und auf der anderen die Laien, also vielmehr wechseln alle immer unentwegt die Seiten und man trägt gemeinsam das Wissen zusammen, was man braucht. Und dann lernen eben auch alle dabei. Und die Beteiligten verstehen sich eben auch explizit als Autodidaktinnen oder als Dilettanten. Und dabei geht es auch offensichtlich darum, neue soziale Zusammenhänge zu schaffen, in denen man über gemeinsames Tun und gemeinsame Erfahrungen verbunden ist und auch darüber ein neues, inklusives Miteinander zu ermöglichen. Und es ist auch tatsächlich so, dass in diesen Gemeinschaftsgärten und in den Werkstätten tatsächlich so das stattfindet, was man als Soziologin als so als unwahrscheinliche Begegnung bezeichnen würde. Also zum Beispiel die zwischen einem ehemaligen Schrebergärtner, einer nur türkisch sprechenden Migrantin und einem im Co-Working Space arbeitenden Designer, die treffen sich dann alle im Allmende-Kontor und das ist irgendwie, ich wüsste keinen Ort, wo das sonst der Fall wäre. Oder eben so ein pensionierter Fernsehmechaniker findet sich dann im Repair-Café ein und unterstützt das junge Volk aus dem Fab Lab tatkräftig. Und also an diese neuen Kulturen des Selbermachens können ganz unterschiedliche Milieus andocken. Also die werden meistens von den jungen, kreativen oder prekären Leuten, auch mit Bildungshintergrund, also schon mit kulturellem, sozialen Kapital ausgestatteten Leuten, gegründet und initiiert und am Laufen gehalten, aber es sind eben Orte, wo sich auch andere Milieus andocken können. Und das ist eben, das macht diese Orte auch nochmal besonders und eben, also sie sind wirklich auffällig inklusiv. Gleichzeitig sind sie aber auch keine Orte, wo die Gemeinschaft regieren würde. Also man wird jetzt nicht zu dauernder Mitgliedschaft verpflichtet. Also meistens funktionieren die ja so, dass es einen kleinen Kreis von festen Leuten gibt, also so ein Kern, die das Projekt tragen und drumherum gruppieren sich viele so für unterschiedliche Dauer und in unterschiedlicher Intensität. Also man kann eben sich einbringen und auch wieder ausklinken, je nachdem, wie das so ist mit dem sonst, was also sonst so los ist im Leben. Und solche Konstellationen kommen natürlich heutzutage vielen Menschen sehr entgegen. Also die Leute binden sich ja nicht mehr lebenslang an einen Verein, sondern bevorzugen kurzfristiges und wechselvolles Engagement. Also individualisierte Lebensweisen verlangen eben auch nach besonderen Formen von Community und eben es scheint so zu sein, als würden diese DIY-Projekte eben die Sorte von Gemeinschaft kreieren, die den Beteiligten, also die modernen Individuen, entgegenkommen.
Also grundsätzlich akzeptieren die Projekte eben, dass das Engagement der Beteiligten unterschiedlich ausfällt. Alle tragen so viel bei, wie sie können und wollen und nicht mehr. Was natürlich nicht heißt, dass es nicht auch manchmal Konflikte um diese Frage gibt, wer was wie macht und wie oft und wie viel. Ne? Gut, jetzt wollte ich noch zwei Bilder zeigen für die Inklusivität, also die das irgendwie nochmal so ein bisschen, also das ist die Keimzelle in Hamburg, ein Garten im Viertel und das ist nochmal das Allmende-Kontor. Da finde ich, sieht man auch sehr schön, wie unterschiedlich die Leute sind, die da zusammenkommen. Vielleicht, weil man nicht gegen die Verhältnisse anrennt, ist der Umgang miteinander oft bemerkenswert entspannt. Oder eben auch, weil niemand alleine verantwortlich ist. Also in den Projekten steht immer die Interaktion im Vordergrund und also auch nicht der große fertige Plan. Bei Problemen wird eben in die Runde gefragt, gerne auch via digitaler Medien. Also die Einzelnen müssen nicht alles wissen, sondern die anderen sind immer da und können um Rat und Unterstützung gefragt werden. Und die Gärten, Werkstätten und die anderen Orte inszenieren sich auch als selbstorganisierte Lernorte und Bildungsstätte. Also Leute, die was wissen, vermitteln es an Leute, die es noch nicht wissen, aber dafür eben was anderes. Und alle bringen sich gegenseitig was bei und erarbeiten sich die Dinge gemeinsam. Es geht ausdrücklich eben darum, wieder kundiger zu werden, gerade was die Dinge des Alltags angeht. Also basale Kulturtechniken wie Kochen, Gärtnern, haltbar machen, Schneidern, Tischlern und so weiter, das steht besonders hoch im Kurs. Aber in unserer technikgesteuerten Welt geht es natürlich schon auch darum, den Zugang zu Technologie, zu Hightech zu demokratisieren und zu verstehen, wie die Geräte, die uns da täglich umgeben und mit denen man immerzu umgeht, wie die eigentlich funktionieren. Also das wäre jetzt ein Thema, worum es insbesondere den Tüftlern in den Fab Labs, also in den Werkstätten mit 3D-Druckern und CNC-Fräse und Lasercutter und so weiter geht. Und bei der Begeisterung für die textilen Handwerke geht es dann auch noch vor allen Dingen um die Möglichkeit, die eigenen Ideen umzusetzen und seine Individualität auszudrücken. Und die Gärtnerinnen sorgen sich um die Kollateralschaden der industriellen Lebensmittelproduktion und kümmern sich deshalb um Sortenvielfalt und Saatgutfrage. Also diese Bewegung, diese DIY-Bewegung tritt sozusagen bewusst, also mixt irgendwie ganz unbekümmert so großstädtische und handwerkliche und kleinbäuerliche Ästhetiken und Handlungsrationalitäten einfach, weil es sich eben für die verfolgten Zwecke anbietet. Teilweise streben die Akteure damit auch eine schrittweise Minderung des Geldbedarfs bzw. eine größere Unabhängigkeit von regulärer Lohnarbeit und Marktgeschehen an. Sie verschaffen sich darüber auch Zugang zu Gütern, die sie sonst nicht bezahlen könnten. Also zum Beispiel hochwertiges Biogemüse. Andere verstehen sich aber auch erst gar nicht als Konsumentinnen, sondern eher als also das Selbstverständnis ist dann eher so das von Machern, Künstlern, Erfindern. Also so, genau. Dazu zeige ich jetzt auch noch mal ein paar Bilder zur Aneignung von Kulturtechniken. Ja, das wäre Ernte. Ja, das ist das Eingekochte. Also da habe ich auch erstmal wieder gesehen, wie gut eigentlich Eingekochtes aussieht. Und was auch total beliebt ist, ist der Honig auf dem Dach sozusagen. Und und noch ein Bild vom Fahrradschweißen. Gut, hatte ich vorhin schon mal so ein bisschen angetippt. Beliebte Praxis sind eben insbesondere Recycling und Upcycling. Also da herrscht besonders viel Kreativität und Erfindungsreichtum.
Die Dinge werden eben nicht länger als eindeutig definierte Waren betrachtet, die genutzt, verbraucht und weggeworfen werden, sondern eigentlich mehr als offene und unbestimmte Artefakte. Und die können dann eben auch ein zweites und ein drittes Leben bekommen, beziehungsweise eben nicht nur im vorgesehenen Sinne genutzt werden, sondern ganz anders und auch immer wieder neu. Also dann können Milchtüten zu Mini-Beeten, Senfeimer zu Lampen, Container zu Gartenbars und Europaletten sind sowieso die Universalgebrauchsgüter. Das sind die Mini-Beete, das sind die Lampenschirme, das erkennt man vielleicht nicht so unmittelbar. Und die Container als entweder als Café oder auch als Werkstatt. Und das sind die Europaletten, die vielfach genutzten. Auch die Vorliebe zur Reparatur ist ganz augenfällig. Also Gebrauchsgegenstände, die kaputt gehen, werden aufgeschraubt. Ihr Innenleben wird ergründet. Es wird auch ein Self-Repair-Manifesto formuliert, das den Zugang zu den Schaltplänen reklamiert, um ein Gebrauchsgut wirklich in Besitz nehmen zu können, eben nach der Devise, was man nicht öffnen kann, das gehört einem auch nicht. Die planmäßige Verhinderung von Reparaturen gilt den Tüftlern und Technikfreaks nicht nur als ökologisch grundfalsch, sondern auch als Verweigerung eines elementaren Zugangsrechts bzw. als Entmündigung, die sie nicht hinnehmen wollen. Dass sich durch Reparatur und Umnutzung auch der Geldbedarf reduziert, ist ein willkommener Nebeneffekt. Viele der DIY-Projekte haben den Ehrgeiz, möglichst wenig neu zu kaufen, sondern sich das Nötige irgendwie zu organisieren und haben dann auch bei dem Versuch die Erfahrung gemacht, dass sie sehr viel geschenkt bekommen. Also manchmal sogar so viel, zu viel, wie man ja vorhin an dem Bild vielleicht sehen konnte. Wohin solche Praxen dann auf Dauer führen, das muss man natürlich abwarten, aber irgendwie klar ist, wenn ausgediente Sachen, Verpackungen, Wohlstandsmüll, wenn man das alles reparieren, upcyclen, umdeuten kann, dann hat es irgendwie Auswirkungen auf das Lebensgefühl, dann sind die Dinge plötzlich nicht mehr knapp und das ist ja irgendwie so eins der Leitsätze des Wirtschaftens, das Knappheitsgesetz, Gebot. Und diese Dinge sind dann plötzlich nicht mehr knapp, sondern dann ist die Welt eben voll von Dingen, die man umnutzen kann. Und das bedeutet auch, das ermöglicht einen entspannteren Umgang mit Besitz und Eigentum. Also es ist genug da, man nimmt, was man braucht und was vorhanden ist. Jedenfalls ist die inklusive Inbesitznahme und zur Schaustellung von Gütern, also das ist nicht das Lebensziel der DIY-Aktivisten. Es geht vielmehr um die möglichst smarte kollektive Nutzung, also kollaborativer Konsum, gehört zum Selbstverständnis. Der Begriff der Allmende bzw. der Gemeingüter wird revitalisiert. Die Akteure beginnen sozusagen im Kleinen und ganz kreativ mit dem Teilen und mit jedem Geben wächst auch die Wahrscheinlichkeit weiterer Anschlüsse. Also Geben ist ja viel anschlussfähiger als Nehmen. Und dabei legt man zwar eine gewisse Respektlosigkeit auch für Eigentumstitel an den Tag, also indem man brachliegende Flächen und Häuser für sich beansprucht, aber die Aktivistinnen bemühen sich eigentlich meistens um Erlaubnis und Verträge, bevor sie mit ihren Instandsetzungen beginnen. Und die fertigen Werkstätten und Gärten gehören dann auch niemandem, sondern sie gehören allen, die sich beteiligen wollen. Also wenn dieser neuen Leitvorstellung zufolge alles, was man braucht, schon vorhanden ist, dann muss man eigentlich sich oder also es oder sich nur noch an die richtige Stelle bewegen. Und dementsprechend ist auch die Logistik eine ganz prominente Spielfläche der sich hier entfaltenden Kreativität. Und dabei spielen insbesondere auch die neuen Lastenfahrräder eine wichtige Rolle, die oft aus alten Fahrradteilen zusammengebaut und bei Bedarf von vielen Akteuren genutzt werden. Es ist wieder auf dem Tempelhofer Feld. Also das Allmendekontor, ich habe das gar nicht erzählt, das ist ja auf dem stillgelegten Tempelhofer Feld, wo eben angeboten wurde von der Betreibergesellschaft, dass sich Projekte
bewerben könnten mit einem Konzept und einem Claim quasi anpachten und dort interessante Nutzungsformen entwickeln. Und es hat eben diese 13 Urban Gardening Aktivistinnen gegeben, die diesen großen Gemeinschaftsgarten, wo ja über, ich weiß gar nicht, 365 Beete gibt es, glaube ich, und die werden auch noch mehrfach und vielfach genutzt, also ein richtig großes, richtig viele Leute, obwohl natürlich trotzdem noch auf kleiner Fläche, also es sind ja nur 5000 Quadratmeter. Gut, wo war ich? Bei den Lastenfahrrädern. Genau. Veränderung betrifft auch insbesondere das Verständnis oder den Begriff der Arbeit. Wie viel Zeit habe ich eigentlich noch? Bin ich schon? Hä? Ja, ob ich das noch erzähle. Also eigentlich der Begriff von Arbeit, der ja auch eine wichtige Schlüsselkategorie für die abendländische Moderne war, also auch diese protestantische Vorstellung, man muss eben als der Einzelne, muss der Welt mühsam knappe Ressourcen abtrotzen und so weiter. Also das ist irgendwie eine Vorstellung, die da so ein Stück weit auch ad acta gelegt wird und ersetzt wird durch so einen mehr künstlerisch-schöpferischen Zugang und sein Formens der Welt, sein in der Welt. Also statt zu arbeiten, kann man sagen, wird eigentlich in erster Linie gefunden oder frei genutzt oder geerntet oder kreiert oder eingegriffen. Also das wären mehr so die Begriffe, wo die Leute sich da wiederfinden würden. Was aber eben überhaupt nicht bedeutet, dass in den Projekten nicht viel gearbeitet würde oder dass es keine Mühe machte, sie zu initiieren und am Laufen zu halten. Also das Foto täuscht eindeutig. Die Projekte beschäftigen ihre Gründerinnen oft rund um die Uhr. Das ist jetzt hier mal so ein Arbeitseinsatz. Also gerade eben, weil die neuen Kollektive nicht auf so herkömmliche Verfahren wie Besitz, Autorität, Charisma zurückgreifen wollen, um Entscheidungen zu treffen, ist eben mit ihrer Aufrechterhaltung ein riesiger Aufwand hinsichtlich Abstimmung und Partizipation verbunden. Die Verabschiedung der industriellen Ratio und ihrer zeitlichen und praktischen Regime schafft außerdem auch noch Raum für neue Wahrheiten und Ethiken. Also das Subjekt der Industriemoderne, kann man sagen, war ein Arbeitssubjekt und ein Weltunterdrücker. Also das wird sozusagen entpflichtet und die Exklusion und Unterscheidung der anderen, also immer der anderen, der Geschlechter, Ethnien, Klassen, Spezies, die erodiert. Also an ihre Stelle treten eher inkludierende, demokratische Diskurse, die dann eben auch im Alltag ihren Niederschlag finden. Also es entsteht ein Lebensstil, der ökologisch sensibilisiert und im umfassenden Sinne eben partizipativ orientiert ist. Die Arbeit an so neuen universalistischen Prinzipien oder Normen ist also sozusagen in vollem Gange. Und das schließt eben das Verhältnis Mensch, Tier, Pflanze, Dinge ein. Und also so die traditionellen Verhältnisse werden umgebaut und aus Objekten werden Partner, Commoner, mit denen man sich innerhalb eines Netzwerks von Interdependenzen verbunden sieht. Also das Lebensgefühl wird eben irgendwie von der Auffassung bestimmt, dass man Teil eines größeren Ganzen ist und teilnimmt. Also das würde auch heißen, Hierarchie wird zu mehr durch Kooperation ersetzt, Freundlichkeit und Zugewandtheit sind wichtige Quellen eines Zusammenhängens, was eben auch nicht nur die Mittel des Verstandes, sondern auch so körperlich-leibliche und emotionale Aspekte des Lebens oder des Lebendigseins umfassen soll. Und das finde ich irgendwie, dass sich das auch so ein bisschen in diesen Fotos ausdrückt. Naja gut, also das Huhn. Und das finde ich auch ganz schön, also die Fürsorge für die Insekten. Also einmal gibt es eine Spinnenburg und dann gibt es auch noch eine Marienkäfer-Suite. Und also diese neue und umfassende, also und so im umfassenden Sinne ökologische Orientierung, also die ist eben Teil des Lebensstils, den wir in unserem Buch dann eben mal versuchsweise als kommunistisch bezeichnet haben.
Gut, also soweit jetzt also zum zivilgesellschaftlichen Engagement und seinen Formen und seiner Motivation im Bereich Do-it-yourself. Also die Projekte und Initiativen bemühen sich, so könnte man jetzt nochmal so zusammenfassend sagen, darum Bedingungen für das Gelingen von Resilienz, Subsistenz und Energiewende zu schaffen. Also sie schaffen Infrastrukturen fürs Selbermachen, sie erfinden Orte, an denen Gemeinschaft und Individualität gleichermaßen funktionieren können. Sie eignen sich Fähigkeiten und Fertigkeiten an, um die Angewiesenheit auf die Versorgung durch globale Märkte ein Stück weit zu reduzieren. Sie erfinden Dinge, die nützlich sein könnten, wenn das Erdöl teurer wird, und gestalten Orte, die das Mikroklima in den Städten positiv beeinflussen. Vor allem sind es natürlich attraktive Orte, die sie schaffen, die zur Nachahmung anstiften, von denen eine positive Energie ausgeht. Vorläufig ist die Bewegung noch sehr klein, aber sie hätte vielleicht das Potenzial, sich auszubreiten, sowohl quantitativ als auch qualitativ. Es gibt verschiedene Faktoren, die dafür sprechen, also zum Beispiel, das sind ja viele Menschen inzwischen den Massenkonsum und die Ressourcenverschwendung leid, und auch es leiden viele darunter, dass das gesellschaftliche Klima rauer geworden ist und fühlen sich zunehmend gehetzt und vereinsamt. Und es sind auch immer mehr Leute erreichbar für ethische Argumente, also interessieren sich für Regionalität und Saisonalität und fairen Konsum. Also es gibt schon Ansatzpunkte für sozialen Wandel. Also eigentlich haben die Allheilmittel, Fortschritt, Wachstum, Konsum ja viel an Glanz und Glaubwürdigkeit verloren. Und andererseits sind aber eben für viele Menschen auch die Alternativen noch überhaupt nicht sichtbar. Und dann ist es eben doch sicherer, auf dem alten Gleis zu bleiben, statt sich auf neue zu begeben. Und da ist es natürlich gut, dass in den Projekten und Initiativen im Bereich DIY an Alternativen gebastelt wird. Sie fangen sozusagen schon mal an, sie machen Dinge vor. Wenn es gut geht, könnte es geschehen, dass sich die Aktivitäten netzwerkartig verknüpfen, also ineinander greifen, und dann könnten sich solche DIY-Praxen auch virusartig verbreiten. Dann könnte vielleicht tatsächlich ein gesellschaftlicher Umschwung beginnen. Wenn es schlecht läuft, wird diese Bewegung wie andere vor ihr wieder eingefangen. Es wird unter anderem wohl schon auch darauf ankommen, wie sich die Städte in Zukunft definieren wollen. Also ob weiter in neoliberaler Weise als Unternehmen statt, als Partner für Investoren, oder ob verstärkt wieder sie sich besinnen auf die Tradition, Sachwalter des Gemeinwohls zu sein. Die Projekte brauchen nämlich bezahlbare Flächen und Immobilien, also das ist das A und O, um sich dauerhaft in den Städten zu etablieren. Die Ermöglichung von Teilhabe von Bewohnerinnen gehört eigentlich ganz oben auf die politische Tagesordnung. David Harvey prognostiziert in seinem neuen Buch »Rebellische Städte«, dass die kommenden sozialen Kämpfe urbane Kämpfe sein werden. Also er meint damit, dass es eben zunehmend um Fragen des Bürgerrechts einerseits und andererseits um Kämpfe rund um den Wohnort, um die Nachbarschaft gehen wird. Also vor allen Dingen auch viel um Wohnraum und um den öffentlichen Raum natürlich. Also Beispiele waren dafür ja zuletzt auch die Kämpfe um den Taksim-Platz in Istanbul oder auch um die Fußball-WM in Brasilien. Also beides auch Bewegungen, die getragen wurden von einer jung gebildeten Mittelschicht, die ihre Vorstellung von Demokratie und Öffentlichkeit da betont hat. Die Frage der Gemeingüter, sagt jetzt auch nochmal, also laut Harvey, wird in den zukünftigen sozialen Bewegungen entscheidend sein. Er erwartet, dass, das ist jetzt ein Zitat, die politische Erkenntnis, dass Gemeingüter zum gesellschaftlichen Nutzen produziert, geschützt und verwendet werden können, zum Bezugsrahmen für den Widerstand gegen kapitalistische Herrschaft und für das erneute Durchdenken eines antikapitalistischen Wandels sein wird. Und die Projekte und Initiativen in den neuen urbanen Räumen des DIY scheinen ihm da recht zu geben. Dankeschön.
schade ist wirklich, dass ich sie quasi nicht sehe. Es ist wie im Theater. Vielen Dank, Andrea Bayer, für den interessanten Vortrag mit den sinnlichen Bildern und den beispielhaften Lösungsansätzen, die wir natürlich gerne auch in der Schweiz so sehen würden. Für die Frage- und Antwortrunde bitte ich jetzt Thomas Gröbli, seines Zeichens Ethiker an der Fachhochschule Nordwestschweiz, auf die Bühne und er wird dann die Frage- und Antwortrunde moderieren. Vielen Dank an Thomas Gröbli. Ja, guten Tag miteinander. Ich möchte zuerst zwei Fragen stellen. Die erste Frage, jetzt ist ja eben am Wochenende Angela Merkel groß gewählt worden. Offensichtlich hat diese Bewegung der Gärten noch nicht die Mehrheit erreicht. Meine Frage ist, wie wird das aufgenommen von Wirtschaftsleuten, von Lebensmittelvertreibern, von den Universitäten, von den Politikern. Also wird das überhaupt wahrgenommen, wird es ernst genommen und gibt es erste Anzeichen, dass sie Prinzipien übernehmen wollen? Ja, es wurde gewählt in Deutschland, genau. Und es wurde auch irgendwie, so wie ich das sehe, deutlich eine linke Politik also sich dagegen entschieden und vor allen Dingen auch gegen eine erhöhte Steuerpolitik. Das war irgendwie einer der großen Gründe und einer, da weiß ich nicht, ob das irgendwie hochgespielt war von den Medien, diese Geschichte mit die Verbotsrepublik droht oder so, ja. Ich meine, das ist ja das, was ich angesprochen habe. Ich denke, dass vielen Leuten tatsächlich die Alternative noch überhaupt nicht klar vor Augen steht. Also viele Leute fühlen zwar ein Unbehagen und denken auch, so kann es eigentlich nicht weitergehen. Und irgendwie das mit dem Wachstum, da sind viele mittlerweile skeptisch oder fürchten sich auch und trotzdem weiß man eben nicht, wohin denn dann, weil im Grunde genommen ja alles darauf fußt. Also wir haben irgendwie überhaupt keine andere Vorstellung. Was könnte irgendwie ein Leben jenseits des Konsums und dieses so definierten Wohlstands und eben des Wachstums sein? Und unsere Sozialsysteme fußen auf Wachstum und so weiter. Also es ist irgendwie schon sehr durchdrungen, diese Gesellschaft. Also es ist schon irgendwie man kann es irgendwie nicht federlesen, also sozusagen, es ist kein Federlesen, da irgendwie eine andere Dynamik reinzubringen. Und deswegen finde ich das aber gerade so wichtig, dass da sich Leute aufmachen, um irgendwie im Kleinen mal anzufangen. Das finde ich irgendwie schon mal wichtig und da kann man dann irgendwie gegebenenfalls drauf zurückkommen, wenn die Lage ernster wird, das ist das eine. Das andere ist, dass diese Bewegung sich natürlich auch gar nicht so sie verstehen sich natürlich als politisch und ich würde auch sagen, sie sind sehr politisch, aber auf jeden Fall nicht parteipolitisch. Also da bemühen sie sich auch gar nicht drum, sondern da haben sie nicht besonders viel Vertrauen rein. Ich meine, natürlich gibt es andererseits auch punktuelle Zusammenarbeit, die auch funktionieren, zum Beispiel mit Stadtverwaltungen. Jetzt komme ich zum zweiten Teil der Frage, wer greift das eigentlich auf oder nimmt das wahr? Also es nehmen schon viele Städte wahr, also in Hamburg hat sich da wirklich ein richtiger Umschwung ereignet vom ersten urbanen Garten, der sich da gegründet hat im Anschluss an eine Theaterinitiative, wo die irgendwie quasi gar nichts damit anfangen konnten, die Stadtväter und Mütter, und jetzt gibt es quasi schon eine halbe Stelle, also ein kleines Referat und davon eine halbe Stelle für Urban Gardening Projekte. Also da hat sich enorm viel getan und die Stadt Hamburg ist auch irgendwie, denkt weiter in diese Richtung, Garteninitiativen quasi in öffentlichen Parks unterzubringen, was dann bedeuten würde, es gibt nicht mehr Grün in der Stadt, sondern nur anders genutztes Grün, aber immerhin hätten solche Initiativen dann eine längere, also eine Perspektive. Gut, also von den Städten wird es auf jeden Fall gesehen. Es wird medial sehr wahrgenommen. Also es gibt quasi überhaupt keine Zeitung mehr, die nicht darüber berichtet hat, über diesen Trend des Urban Gardenings und des Selbermachens. Also es wird schon wahrgenommen. Es wird vielleicht auch immer noch nicht so richtig als sozusagen
Also die Frage, die uns gestellt wird, lautet zum Beispiel ganz oft, ist es irgendwie jetzt nur ein Strohfeuer und wird sich das widerlegen? Ist es eine Mode? Wird sich das wieder also in Luft auflösen? Also das ist irgendwie so eine Frage, die Journalisten viel umtreibt. Da denken wir immer, nee, weil die Projekte eben auf die gesellschaftliche Problemlage antworten. Die wird sich nicht auflösen in Luft, also deswegen wird es wahrscheinlich auch die Projekte noch sehr viel länger geben. Und es gibt auch zunehmend Forschungsprojekte, die in dem Bereich stattfinden. Also grundsätzlich ist es auf jeden Fall so, dass es wächst. Wohin, weiß man noch nicht. Besten Dank. Wir haben ja wunderschöne Fotos gesehen und Sie haben das Buch vorgestellt. Das ist ja sehr schön gestaltet. Ich habe reingeschaut. Ich glaube, das Sichtbarmachen ist ganz wichtig. Auch der Begriff der Kunst oder die Grenze zur Kunst ist ja immer wieder, hast du angetönt. Meine Frage, gibt es auch so quasi Vereinnahmungstendenzen, also dass jetzt zum Beispiel Galerien irgendwas übernehmen und das große Geld damit machen oder irgendwie so diese, alle Bewegungen haben ja die Gefahr, dass sie dann, dass irgendjemand anderen quasi sie in den Griff nimmt und für sich beansprucht und das große Geld macht. Ja, genau. Das ist natürlich irgendwie die Konzerne und überhaupt haben noch nie zugeschaut, wenn die Leute versucht haben, wieder mehr Eigenständigkeit über ihr Leben rückzugewinnen. Also diese Saatgutfrage ist ja irgendwie eine, die relativ virulent ist, also dass zunehmend versucht wird, diese Nachbaurechte einzuschränken und überhaupt also sozusagen das Saatgut zu verengen und die Leute zu zwingen, dass sie es immer wieder neu kaufen müssen. Ja, und es gibt zum Beispiel auch solche, es gibt einen großen französischen, ist er überhaupt französisch? Ich sage jetzt mal französischer Zigarettenhersteller, Produzent, der eben mit Urban Gardening schon wirbt. Also da gibt es irgendwie die entsprechenden Litfaßsäulen, die eben, also wo quasi hippe Menschen ihren Garten bestellen und dann ist es irgendwie das libertäre Leben, was da irgendwie, also sowas gibt es. Auch die Bionade, ich weiß nicht, ob ihr diese Limo auch hier trinkt. Die wurde auch mit diesem Trend schon beworben und ist also auch der Prinzessingarten in Berlin hat immer mal wieder Anfragen, ob man nicht irgendwie mal einen VW oder sonst ein Auto in den Garten stellen könnte. Also es gibt irgendwie, die haben schon kapiert, das ist attraktiv und möchten auch ihre Produkte damit verbinden. Also der Prinzessingarten würde auf so eine Idee nicht kommen. Also die haben irgendwie dezidiert, also sozusagen, die sind da nicht in Versuchung. Aber keine Ahnung, also ich meine, es ist natürlich schon auch eine breite Palette. Also die meisten Projekte sind schon sehr politisch und auch stellen sich eben auch sozusagen, also denen geht es gerade darum, dass die globale Ökonomie nicht von der irgendwie das Leben bestimmen zu lassen, sondern auch das wieder regionale auszurichten. Also es gibt schon diesen Drive in diese Richtung, aber kann natürlich auch mal sein, dass jemand da irgendwie zwischenkommt. Besten Dank. Jetzt gibt es die Möglichkeit für Fragen oder Hinweise, Anmerkungen da hinten, bitte. Das Mikrofon kommt. Okay. Mich würde interessieren, was Ihre Stiftung konkret dazu beiträgt, zu dieser Bewegung. A und B, sind Sie nur in Deutschland tätig oder könnten wir in der Schweiz auch von Ihren Dienstleistungen profitieren oder wie sehen Sie das? Ja, nee, wir sind ja eine Stiftung und Stiftungen, also diese Stiftung ist jedenfalls nur deutschlandweit tätig. Ich glaube, das ist auch tatsächlich eine steuerrechtliche und so weiter Frage. Was wir konkret tun, also wir haben ein Beratungsnetzwerk. Wir sorgen dafür, dass die Leute sich untereinander treffen können. Wir veranstalten sowas wie Sommercamps oder auch schon sehr lange eben das jährliche Netzwerktreffen der interkulturellen Gärten. Wir forschen und publizieren, auch nicht unwichtig, also zum Beispiel das Buch von Christa Müller über die
über den ersten interkulturellen Garten in Göttingen. Das ist breit rezipiert worden und da ist sehr viel eingeladen worden quer durch die Republik und daraufhin haben sich sehr viele Gärten irgendwie auch gegründet. Also das merken wir auch, dass diese Sorte Arbeit auch richtig wichtig ist, die Projekte zu spiegeln und die in einen Kontext zu stellen und denen eine Stimme zu geben. Und wir fördern auch finanziell, also jetzt nicht irgendwie so die Wahnsinnssummen, also, aber jeder Garten kann bei uns was beantragen, also Gartengeräte, Zäune, je nachdem, was so auch mal an Fortbildung, Weiterbildung anfällt. Also wir organisieren selber auch Seminare, die eben dann von uns organisiert werden und dann können die Leute daran teilnehmen. Oder es gibt auch immer wieder in den Gärten sowas wie, weiß ich, gestern war ich noch in einem Projekt, wo ein Lehmofen eingeweiht wurde, sowas finanzieren wir auch oder ein Toilettenhäuschen oder irgendwie so. Also so in diesem Rahmen fördern wir das. Beantwortet das die Frage umfassend? Gut. Besten Dank. Weitere Fragen da hinten bitte. Ja, es ist nicht nur eine Frage, es ist mehr auch eine Anmerkung. Ich stehe der ganzen Sache sehr positiv gegenüber, aber auch skeptisch, wie es meine Art ist, auch aus den Erfahrungen meines Wohnortes Basel hergeleitet. Diese ganze Urban Agriculture Bewegung hat ja jetzt so einen Drive gekriegt und so, und in Basel ist er schon so weit gegangen, dass diese Dinge nicht mehr von Unternehmen, sondern vom Staat stellvertretend vereinnahmt sind. In Ihrem Referat haben Sie ein paar Mal gesagt, man bemüht sich um Einvernehmen mit der Stadtverwaltung, um Kooperation, man rennt nicht gegen die Verhältnisse an, und da sehe ich ein Problem. Denn in Basel läuft das so, dass diese Zwischennutzungen auch zur Attraktivitätssteigerung der Stadt als Standort für Großfirmen, Stichwort Novartis etc., gebraucht werden und auf Orten funktionieren, die ziemlich rasch überbaut werden mit ziemlich hässlichen Blöcken, wo keine Urban Agriculture mehr möglich ist. Und dann eine ganz kleine Sache, wenn es um Subsistenz oder Selbstversorgung geht, es ist kürzlich eine Meldung durch die Presse gegeistert, die Schadstoffbelastung. Und die ist ja wohl ein Thema, wenn man in der Stadt Sachen anpflanzt. Deswegen ist das ja zumindest in Basel beschränkt auf sehr kleine Dinge, die man dann zum Teil nicht mal konsumieren kann. Deswegen bin ich da mehr auf die Vertragslandwirtschaft aus. Aber die Gemeinschaftsgärten sehe ich eigentlich als eine positive Sache, aber sie fressen sich ein bisschen selber auf, wenn sie zu erfolgreich werden. Oder sie sind halt nur eine interimistische und vielleicht attraktive Lösung. Was sind die Erfahrungen in Deutschland mit dieser Vereinnahmung durch eigentlich eine kapitalistische auch Verwaltungs- und Herrschaftsweise, nicht nur Wirtschaftsweise? Ich sage jetzt erstmal was zu der Schadstoffbelastung. Ja und nein. Also ich kenne mich da jetzt nicht so richtig aus naturwissenschaftlich, aber im Prinzessingarten haben die das schon gemessen und wenn man einen bestimmten Abstand einhält, ist es wohl okay zur Straße. Also das wäre ja jetzt mal ein Garten, der irgendwie von drei Seiten verkehrsumtost und so weiter und die stellen die Kisten so ein, dass es wohl okay ist und haben das gemessen. Ich habe es nicht nachgemessen, aber ich sag's jetzt mal so. Grundsätzlich ist es aber sowieso so, dass die Gärten ja nicht den Anspruch haben, dass sie wirklich quasi die Stadt versorgen mit Lebensmitteln, sondern eher geht es darum, zu sensibilisieren für die Probleme der Lebensmittelproduktion und auch gerade solche Partnerschaften mit Stadt-Land in den Gang zu bringen, zum Beispiel auch. Ne? Also auch ein wichtiges Thema in dem Zusammenhang. Also von wegen Community-Supported Agriculture und so weiter ist da natürlich auch ein Thema. Und die andere Geschichte mit der Gentrifizierung, ja, das ist natürlich so, deswegen habe ich ja auch gesagt, also die Städte müssen, also es kommt wirklich auf die Städte an, wie die sich eigentlich in Zukunft aufstellen und entscheiden werden. Also in welche, wollen die das wirklich irgendwie immer weiter glauben und darauf vertrauen, dass sozusagen die Investoren kommen, wenn man denen die besten
Bedingungen bietet und dass sich dann die Probleme lösen und die Schulden abtragen lassen oder so. Oder geht es eben sozusagen, erkennt man, dass man zunehmend die Gestaltungsmöglichkeit verliert, wenn man die Stadt komplett verkauft? Also natürlich geht es darum, also dass es, also wenn den solchen Projekten und Initiativen es vollkommen abgegraben wird, sozusagen die Existenzbedingung, dann funktioniert es nicht. Und letztendlich ist es vielleicht natürlich auch wieder ein Aushandlungsprozess nach dem Motto, erkennen die Städte, dass es aber auch womöglich sogar unter solchen Gesichtspunkten wie touristische Attraktivität von Interesse sein könnte, so ein Ort wie den Prinzessingarten, ich reite jetzt mal ein bisschen auf dem rum, zu erhalten. Also dort war das ja tatsächlich so, dass das Liegenschaftsamt Berlin, von Berlin, das ist ja irgendwie eine privatrechtliche, gehört eigentlich dem Land Berlin, aber dann ist es auch wieder privat und genau, und die wollten diesen Platz verkaufen. Und jetzt hat der Bezirk den zurückgekauft, um weiter eben zu ermöglichen, dass dieser Garten dort eine längere Perspektive kriegt. Also da ist es mal gelungen. Da haben die Leute sich irgendwie entsprechend übers Netz zu Wort gemeldet. Und ich meine, gut, der hatte natürlich auch eine sehr starke Medienpräsenz. Also das ist irgendwie den Leuten ein Begriff. Der steht schon im touristischen Verzeichnis, dass man den gesehen haben muss und so weiter. Also der hatte eine ganz gute Verhandlungsposition. Und ja, ich meine, das wird letztendlich natürlich immer wieder ein Kampf sein um diese Geschichten. Und ja, es stimmt auch, dass man die Orte damit aufwertet und womöglich damit dann wieder eine Gentrifizierung in Gang setzt. Andererseits kann man aber ja sozusagen auch nicht, also was wäre die Alternative? Man kann ja auch nicht nur damit es also trotzdem geht es ja darum, zum Beispiel Wohnraumqualität, wenn die sehr schlecht ist, die zu verbessern. Also man kann nicht sagen, die Leute sollen besser gar kein Klo haben oder so. Also darum geht es ja auch nicht, sondern wenn, dann müsste man ja fordern, dass der soziale Wohnungsbau wieder ganz anders in den Blick genommen wird. Also da würde ich jedenfalls sagen, das ist auf keinen Fall die Schuld der Projekte, wenn die solche... Also wenn die sozusagen solche Entwicklungen anstoßen, da muss man dann auf anderer Ebene versuchen, dagegen zu halten. Und diese Projekte sind natürlich auch irgendwie lernende Organisationen. Also die lernen auch, dass sie sich eben zum Beispiel eben mit der Verwaltung auseinandersetzen müssen. Also da hatte man eben, das hatte man anfänglich nicht vor, das zu tun. Und wird dann eben quasi darauf gestoßen, es tun zu müssen, wenn es denn darum geht, diese öffentliche Fläche wieder in den Bezirk zurückzuholen. Ja. Besten Dank. Wir haben noch die Möglichkeit für eine letzte Frage hier vorne. Es ist nicht unbedingt eine Frage, sondern mehr eine Anmerkung. Geht das? Oder das gibt's geht auch Diskussion? Sehr gut, gerne Anmerkungen. Gut, also ich habe nach dem letzten vom letzten Jahr, habe ich bei mir, ich wohne in der Provinz, ich bin also nicht mehr Städterin, sondern ich bin in einer Außengemeinde, die hat ungefähr 10.000 Einwohner, mit so im Umfeld von ein paar Kilometern. Und es hat sehr viel Landwirtschaft, die natürlich meistens monokulturell betrieben wird. Es hat viele Einfamilienhäuser mit Gärten. Und trotzdem ist die Situation eigentlich gleiche wie in der Stadt. Also die meisten Leute gehen in den Supermarkt einkaufen und kaufen auch bei Aldi und Lidl und all das Zeug. Das haben wir auch dort. Und nach dem letzten danach habe ich versucht, ein Stadtland, so ein Vernetzungsprojekt mit Vertragslandwirtschaft, sein Projekt zu initiieren. Das ging ziemlich gut voran, bis dann der Produzent aus verschiedenen Gründen dann ausgestiegen ist. Und dann stand ich ein bisschen dumm da, mich geärgert und habe dann aber gedacht, okay, jetzt habe ich Gelegenheit, etwas noch Spannenderes in Angriff zu nehmen, zwar die Gemeinschaftsgärten. Und ich habe da jetzt auch schon Leute gefunden und wir stehen vor der schwierigen Situation, dass wir eigentlich ländlich, in Anführungs- und Schlusszeichen, also es ist Agglomeration auch, ländlich leben und viele Menschen
vielleicht gar nicht so von außen gesehen den Zweck einsehen, was soll jetzt so ein Garten? Weil es hat ja so viel Grün ringsherum und es hat viele Einfamilienhausbesitzer mit Gärten. Und trotzdem sehe ich eine große Notwendigkeit, dass es auch eben auch in der Provinz stattfindet und nicht nur in den Städten, weil die Ernährungssituation, die Subsistenz ist überall die gleiche Frage eigentlich. Und das Bedürfnis nach gemeinschaftlichen Projekten, das ist da, dass man aus dieser Anonymität, aus dieser Passivität, aus dieser Abhängigkeit auch wieder rauskommen kann und wirklich gemeinsam zukunftsfreudige Projekte realisieren kann. Und das auch, was noch als Erschwernis dazukommt, ist, dass die Verwaltungen in dieser Region, das ist so im Zürcher Oberland, das politische Klima ist sehr konservativ bis reaktionär, also nationalistisch, reaktionär, konservative Parteien haben da die Oberhand. Und es wird auch sehr viel auf Investoren und wie kann man jetzt quasi Standortwettbewerb da auch noch mithalten und noch mehr Leute anziehen, die da teuer wohnen und bauen wollen und so. Also ich stehe eigentlich vor einer vergleichbaren Situation wie in der Stadt und trotzdem ist es ganz anders. So, das wollte ich einfach als Information geben. Ja, finde ich so eine super Idee. Höre ich ja zum zweiten Mal, dass jemand das versucht, auf dem Land sowas auch zu initiieren, bin ich auch gespannt. Mir fiel jetzt nur gerade ein, als ich mal ein Forschungsprojekt auf dem Dorf gemacht hatte, habe ich auch gedacht, meine Güte, das ist ja hier, die Versorgungslage ist ja katastrophal. Hier komme ich ja überhaupt an gar nichts Vernünftiges zu essen. Ne? Genau. Okay. Ja. Also die Soziologinnen und Soziologen müssten mal eine Studie machen über die Kühlschränke der Bäuerinnen und Bauern. Und ich gehe davon aus, dass die... Riesige Gefriertruhen. Genau. Und ich gehe davon aus, dass die zu, ich weiß nicht wie viel Prozent im Durchschnitt, wahrscheinlich mehr als die Hälfte nicht eigene Produkte essen. Das hat natürlich auch mit der ganzen modernen Landwirtschaft zu tun. Das ist ein anderes Thema. Wir müssen hier abschließen. Wir machen jetzt 5 Minuten Pause. Ich bitte also wirklich schnell wieder zurückzukommen und danke viel, viel mal für das wunderschöne Referat und die schönen Bilder. Herzlichen Dank. Applaus